Der Hobbymetzger Guido Schmiedig aus Sattel macht neuerdings Politik. Schweizweit bekannt wurde er, weil er zusammen mit seinem Bruder Schaf soll geschächtet haben. Sein legendärer Spruch auf Tele Zürich, es liegt am Neid, braucht die junge SVP jetzt für ihre Kampagne gegen die 1:12 Initiative. Es berichtet Nico Napolz. Es liegt am Neid! Am Neid! Es liegt am Neid. Am Guido Schmiedig sein Spruch ist Kult. So kultig, dass der jetzt gross und breit auf den Abstimmungsplakat von der jungen SVP vom Kanton Schweiz prangt. Ja, der ist erst im Fernsehen gekommen, bei Tele Zürich, und hat das natürlich auch wie auf YouTube und überall ist das hin und her. Und ist natürlich auch bei uns angelangt und darum haben wir das so halt übernommen. Zustande kam die Aussage, nachdem die Schweizer Behörde den Gebrüder Schmiedig im September 2012 die Tiere wegen schlechter Haltung vom Hof genommen haben. Für das Schmiedigs liegt es allerdings nicht an der schlechten Tierhaltung, sondern es liegt am Neid! Am Neid! Am vermeintlichen Neid der Behörden. Der populäre Spruch ist für die junge SVP der richtige, um gegen die 1:12 Initiative mobil zu machen. Jetzt redet man von der Abzockermentalität. Wir kommen jetzt ein bisschen mit der Neidmentalität über. Und bis jetzt, jeder, den ich gefragt habe, willst du nicht gerne 1 Million verdienen, hat niemand gesagt nein. Aber ob es für den Urheber in Ordnung ist, dass sein Spruch jetzt für den Abstimmungskampf gebraucht wird, hat der Stefan Betschart vergessen zu fragen. Wir holen das nach und besuchen die Guido Schmiedig zuhause. Über die Plakate ist er positiv überrascht und sagt: Das ist ein Lob für mich. Für alle, die mitmachen. Allkopf hoch. Als Dank gibt es ein Original-Abstimmungsplakat und einen Gutschein zum fein essen. Ein bisschen Geld für die Urheberrechte wäre am Guido Schmiedig aber lieber gewesen. 10 Millionen. Und dann kann ich dir so weit verbreiten, dass er will. Aber in jedem, der er gibt, wenn du 100 Franken hast. Jawohl. Das liegt aber nicht im Budget der jungen SVP. Und darum muss der Restaurant Gucci langen. Die Schweizer junge SVP hat nicht nur ein Plakat, sondern auch Flyer und sogar ein Zeitungsinserat mit dem Guido Schmiedig im Kultspruch drucken lassen. So will man bis zu den Wahlen hin bei den Jungen noch kräftig punkten. Für Tele Zürich aus Art Goldau, Nico Napolz.